Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Weiter geht's. Wir sind immer noch dran, hier ein bisschen, ja, ihr habt seht, ich habe hier ein bisschen im Dreck gespielt. Ich tue gerne im Dreck spielen. Und wir machen jetzt hier weiter mit Hausarbeiten. Und natürlich für die Werkbank das Upgrade zu beschaffen. Deswegen brauchen wir jetzt nochmal ein bisschen Holz, weil ich brauche Pfeile. Weil wir brauchen ja auch Hirschleder für einen der Upgrades von dem Ganzen hier. Wartet mal, bevor ich hier die großen Bäume angreife, mache ich erstmal hier die kleinen weg. Also wie gesagt, man merkt es auch, dass der Wikinger hier, der Hogli, der braucht fürs Baumfällen jetzt dezent länger. Da hinten ist schon wieder ein Lederresten-Lieferant. Dass sie einen immer trotzdem noch erwischen, das ist fantasteriös. Und so leveln wir natürlich auch das Holzhacken. Irgendwo ist da wieder ein Gräuling. So, jetzt machen wir mal den einen Baum hier. Und wie gesagt, aufpassen. Das ist wie bei der Forest. Du kannst dich mit dem Baum selber erschlagen. Ja, da kommt er. Der spendet uns wieder Harz. Das finde ich gut. Ja, ich habe eine professorische Naturwippe gebaut. Das heißt, wir müssen den Baum auch fällen. Bleibt uns... Er hat schon wieder gespeichert. Okay. Das Speichern könnte das Spiel auch mal sowas wie ankündigen oder so. So. Schön hacki, hacki, hacki machen mit der Axt. Seht ihr, jetzt habe ich einen Baumstamm raufgekriegt, habe ich 32 Leben abgezogen bekommen. Aber so, wir flitzen fix zurück zu unserem Bett. Guten Morgen. Wir werden sogar vom Spiel begrüßt. Haben einen guten Morgen gewünscht. Bekommen. Tag 6. Also sind wir schon fast eine Woche hier auf dieser Welt. Auf der 10. Welt. So wie es am Anfang stand. Ja, ich verprügel auch Bäume mit den Händen. Mal kurz mal sehen, was dieser Runenstein sagt. Hör die Worte von Ulf, einen armen Siedler in einem fremden Land. Du wirst hier gute Steine und gutes Holz finden, also alles, womit du ein Haus bauen kannst. Flicke ein Dach an, das dich vor dem Regen stützt. Errichte danach Mauern, um zu verhindern, dass dein Dach zu Boden fällt. Am Ende fertige eine Tür, damit du hinein und hinaus gelangst. Diese Dinge hat Ulf gelernt. Jetzt hält er sie auf diesen Stein fest, um anderen zu helfen. Bete für seine Seele zu Odin. Okay, werden wir machen. Nehmen wir natürlich wieder die Bären auch mit. So. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht auf uns drauf.
Okay, die Achse ist hinüber, dann nehmen wir das Holz mit. Wie schnell der auch jetzt Hunger bekommt, der Wikinger, oder bilde ich mir das nur ein? So, wie viel Holz haben wir? Dann machen wir mal Holz. Ja, da haben wir das Ziel, was ich eigentlich in der letzten Folge haben wollte. Dann schmeiße ich jetzt einfach mal hier auf die Werkbank die eine Axt. Dann haben wir hier eine Feuerstein-Axt. Und dann machen wir uns noch ein paar Holzpfeile. Genau 100 würde ich jetzt mal erstmal machen wollen. So, und dann hier das Feuersteinmesser. Was brauche ich dafür? Lederreste. Und für den Feuersteinspeer auch. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen mehr sammeln, Freunde. Aber gut, wir haben noch ein bisschen Holz, oder? Ein klein wenig, ja. Mit dem müssen wir erstmal zufrieden sein. So, und dann möchte ich mal schauen, wie das hier ausschaut. Als erstes will ich natürlich die Stelzen hier weg haben. Das Dach jetzt erstmal noch nicht. So, das bleibt erstmal. Dann gehen wir auf Bauen und hier auf Holzboden 2x2. Okay, dass das hier nicht... Ah, doch, jetzt tut es direkt ranzeppen. Dann machen wir erstmal eine Erweiterung hier. Na? So, das soll jetzt erstmal die Erweiterung sein vom Haus. Also die Breite. In die Länge wird das Haus jetzt auch gleich gehen. Und ich hätte schon gern ein Fenster mit drin. So. Zur Not muss ich halt, wenn ich schlafen will, nochmal ein Dach drüber bauen. So, dann kommt das Dach hier weg. Das hier auch. Das hier auch. Okay, das muss halt jetzt... Ich bin halt neu in sowas, aber ich werde das jetzt versuchen. Und nur wenn man es versucht, lernt man auch was. Okay, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, wenn da... das so weitergeht, dann muss ich das Ganze noch mal ein bisschen erweitern. Ja, ich guck, weißt du, ich guck auf die Wand und er reißt mir den Boden weg. Alles klar. Muss das eben so gehen. Na. Okay, dann stimmt aber mit der Wand hier aber auch was nicht. Oder? Weil, schaut mal hier. Hier ist sie eben. Und da guckt die Wand hier raus. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Warte mal, dann reiße ich das hier auch nochmal weg. So, schauen wir mal. Ob das eher hinhaut, wenn ich die Wände selber hier hinbaue.
Nee, dann wird's wieder so. Hä? Verstehe ich nicht. Warum ist das so? Dann muss das hier wieder weg. Hä? Das muss mir einer erklären. Warum? Okay, dann machen wir es halt so. Wenn das Spiel meint, es müsse mich mobben, dann machen wir das halt eben so. Dann muss man halt ein bisschen erfinderisch sein. Ja, dann sieht es halt hässlich aus. Das ist gerade schon belastend. Das sieht doch hässlich aus, wenn da die Wand da rausguckt. Nee, das gefällt mir so überhaupt nicht. Ich vergesse das immer wieder. Ich glaube, ich habe jetzt auch den Fehler gefunden, Freunde. Seht ihr das? Ich glaube, ich muss das Haus komplett nochmal abreißen. Weil sonst krieg ich das nicht hin. Ach, jetzt ist mein Bauhammer kaputt, oder was? Ja, dann mache ich einen neuen. Dann fliegt der hier raus. Ja, ich bin so überlastet. Oh, 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 ich armer Mensch. Was will der Haklinsche jetzt schon wieder? Du musst weniger Gegenstände mit dir herumtragen. Ach echt, was du nicht sagst, mein Lieber. Hätte ich nicht geahnt, dass ich weniger Gegenstände mit mir rumschleppen muss. Oh, ich bin ins Feuer gerannt. Ja. Schön. So, jetzt fangen wir halt nochmal von neu an. Dann bauen wir uns da jetzt an zur eigenen Hütte. Ich wollte zwar an der Hütte hier anlehnen, aber wenn das Spiel so komisch ist, was das Bausystem angeht, dann muss ich das so machen. Dann kann ich das auch hier gleich in die Breite machen. Ich muss halt mit dem Dach ein bisschen schauen, dass es auch ordentlich ausschaut. So, dann will ich es noch ein bisschen breiter machen. Vielleicht nochmal eine komplette Reihe hier so rum. So, und dann einmal noch in die Reihe dahinter.
Ja, okay, das müssen wir noch ein bisschen optimieren hier. Okay, dann kommt hier auf jeden Fall die Eingangstür rein. Daneben mache ich gleich ein Fenster. Also mache ich bei beiden Seiten ein Fenster. Nee, das gefällt mir nicht. Das genau mittig ist zu den Türdingen. Und ich habe es verkehrt herum gebaut. Ich bin ein Genie. Wie drehe ich es jetzt nochmal? Ah ja, mit dem Mausrad. So taugt es mir schon eher. Oder? Das ist jetzt doch wieder nicht so, wie ich es haben will, oder? Nee, das ist auf der Boden hier. So will ich es haben. Dann hier kommen die Mauern dran. Hier hätte ich gern wieder ein Fenster. Ja, bauen, das frisst schon dezent Zeit. Und ich werde auch hier eine kleine Überdachung fürs Feuer machen. Seht ihr, so geht das auch auf und dann kann ich, ja, wenn ich wieder mehr Holz hätte. Dann kann ich auch diese Querträger da reinbauen. Also brauche ich jetzt wieder mehr Holz. Ich brauche wieder mehr Holz. Da gehe ich aber gleich wieder zu dem Baum hin, wo ich angefangen habe. Und ganz wichtig, ich möchte die Baumstümpfe weghaben. So, jetzt ist die Ausdauer natürlich wieder Fuji-Chicago. Muss mal ein bisschen stehen bleiben und dumm in die Wäsche gucken. So, Holz. Und die Birken zum Beispiel, die kann man, glaube ich, erst fällen, wenn man eine bessere Axt hat. Weil schaut mal, wenn ich jetzt die Birke hier haue, zu stabil. Und das, da liegt ein Baumstamm drauf, weißt? Den kann ich nicht mal ansatzweise erreichen jetzt hier. So, den machen wir natürlich jetzt auch weg. Aufpassen. Ich gehe erstmal weg hier von den umstürzenden Bäumen hier. Und ich glaube, es fängt an zu stürmen, weil die... oder es wird Nacht? Nee, es stürmt. Ja. Das heißt, schlafen können wir jetzt gerade sowieso nicht, weil das Feuer erlischt durch den Regen. Und Ausdauer generiert sich jetzt auch langsamer wieder. Okay. Immer weggehen, wenn so eine Baumkettenreaktion kommt. Ich finde die Stimme so genial bei Valheim. Aber auch bei gewissen Situationen auch ein bisschen nervig. Und durch den Sturm kann natürlich auch das Baugebäude hier Schaden nehmen. Also wenn ich jetzt den Hammer ausrüste, ja, das seht ihr schon mal.
Ja, wenn ich am Boden schaue, dann verliert er schon ein bisschen an Haltbarkeit. So, deswegen mache ich jetzt einfach hier frohen Mutes jetzt einfach mal weiter. Nee, eine Sache darf ich jetzt hier nicht vergessen. Damit das Ganze hier ein bisschen ordentlich ausschaut. So, und dann machen wir das hier einfach tatkräftig weiter. So, dann mache ich erstmal hier den Rand noch ein bisschen höher. Ich finde immer, das regnet einfach zu den unpassendsten Momenten im Spiel. So, jetzt versuchen wir schon mal ein Dach hier. Ne, eine Sache muss ich noch machen. Damit das auch klappt. Und natürlich ist jetzt wieder der Holzhammer hinüber. So ein bisschen Ballast wieder loswerden hier. So, dann beim anderen auch noch. Hallo? Wollte schon sagen, warum geht denn das nicht? So, meine Freunde, dann sage ich aber in dieser regnerischen Moment gerade wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Valheim.